Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foundation. Ein Dorfbewohner fehlt es am Platz für sein Haus? Was? Okay, wir müssen schon bei mehr Wohngebiet ausweisen. Das geht bis hier runter, das ist euch klar, oder? Also ich kann hier noch ein bisschen was wegnehmen von der Schäferei, aber ob das jetzt... Hier, wir können auch den Wald besiedeln. Könnt ihr auch haben. Hier noch den Rand, vielleicht kriegt ihr da noch ein Haus hin. Da ist jetzt eigentlich genügend Platz da. Also, ich kann mir vorstellen, dass es halt an der Attraktivität mangelt, aber am Platz mangelt es gerade nicht. Also, definitiv nicht. Was haben wir jetzt? Wir haben 4 Neuankömmliche, einen Novizen. Ja, der Rest ist gestorben. Ich weiß immer noch nicht, wie man die ausbildet. Ich habe gerade gegoogelt, aber da steht nur, man kann sie ausbilden. Ach so, ein Mönch, bitte um meine Audienz. Bitte, will irgendwas, was wir da haben? Käse oder so? Was möchte er? Holz. Ja, das kann ich machen. Helfen wir mal den König. Aufträge. So, perfekt. Auftrag abgeschlossen. Ja. Also mein Wohnviertel sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Deswegen ist, ich weiß nicht, warum man nicht, da nicht hinziehen kann. Das ist genügend Platz. Wollte ich nur mal sagen. Also es mangelt ein paar an Glauben. 2 neue Dorfbewohner. Und ja, die werden jetzt, glaube ich, mal Soldaten. Bergmann brauche ich jetzt nicht unbedingt. So Stein ist das Einzige, was mir nicht fehlt. Vielleicht muss ich erst diesen hölzernen Bergfried voll machen, voll Soldaten und so. Erweitere die Kapazität, um 3 Soldaten zu gewiesen. Man nicht irgendwie so anschauen, wie es da läuft. Also hier gibt es ja Militärverwalter. Größtenteils, ah ja, das geht mit der Zeit irgendwie, dass sie ausgebildet werden. Ja, die feedet. Blöd. Das ist nicht so gut gelaufen. Ja, bis hier hinten könnt ihr anbauen, Leute. Also, wir könnten uns ein neues Grundstück kaufen. Das hier vorne ein. Als erstes mal sollten wir hier mal alles wegholzen lassen, weil unser Holz sieht auch ein bisschen mangelhaft aus. Also bauen wir hier einfach mal so einen wunderschönen hier. Hier oben macht man das ja einen Tag mal nicht gespielt und schon weiß man nicht mehr, was man in diesem Spiel tun muss. Typisch. Baubeginn. So, und dann kann man gleich sagen, hier Abbau von... Kannst das alles wegmachen. Mach hier das ganze Feld leer, da kommt dann Bauernhof hin. So, das alles kann man leer machen. So, perfekt. Das ganze Feld, da kannst du abholzen. Suchen wir nur noch Freiwillige. Oh, was haben wir wieder für Probleme? Ich stecke fest, wenn ich zum Brunnen gehe. Hä? Ihr steckt doch da nicht fest. Ihr steht halt um den Brunnen herum, aber mir halt auch nicht. Du stehst nicht an Lebensmittelstand und ihr habt auch kein... Ich denke, das hier könnte das Problem sein, weil da so viele Leute stehen. Ich denke, das ist alles tatsächlich zu nah beieinander. Ich reiße das mal... Ja, ich möchte den Marktplatz nochmal komplett abreißen und neu bauen, dass das Problem nicht mehr entstehen kann. Ich wusste nicht, dass ich das nicht so nah aufeinander bauen darf. 2 neue Angestellte. So, einmal hier würde ich sagen und dann noch eins hier oben vielleicht. So, Baubeginn. Dann werden die da gleich wieder angestellt. Alles gut, das finde ich wunderschön. Arbeitsplatzliste. Ich weiß gar nicht, wo meine Bauleute sind, aber den Marktplatz könnten wir den vielleicht priorisieren. Der braucht doch nur 30 Holz. Okay, sie hat schon mal Holz, glaube ich, jetzt gebracht. Ja, 20 Holz. Aber ja, eigentlich sollte man da hier genügend Bauplatz haben und alles. Okay, es mangelt ihnen jetzt eigentlich nur noch an Kirche und die Kirche wird hier da oben errichtet. Aber da fehlen noch so ein paar Materialien.
Ich glaube, wenn ich das habe und den Holzfäller, dass ich dann die Kirche priorisiere, obwohl Wohnraum ist auch wichtig. Zwei neue Leute. Bergmann ist eigentlich unnütz. Ich hätte die gerne auf den Holzfäller dann gejagt, wenn der fertig ist. Beziehungsweise brauchen wir da gleich ein paar Marktarbeiter. Ja, baut das schön. Zu dritt stehen es da und hämmern es auf nichts ein. Ist immer sehr. Ja, und dann hauen sie auch zu dritt auf, weil jetzt ist Mittagspause, Leute. Eine neue Militärmission. Ja, kann ja ein bisschen warten. Wir haben jetzt dann einen, der gut ausgebildet ist. Der sollte es ja schaffen, hoffe ich mal. Und nicht wieder sterben. So, kommt das irgendwie mal wieder im Bauarbeiter oder ist das nicht so drin? Ja, einer ist wieder da. Es müsste doch echt nur noch daran fehlen, dass man das Ganze aufbaut. Ja, das eine hier verkaufen wir Kleidung. Da können wir dann gleich einen zuweisen. Haben wir den nicht da? Der steht scheinbar noch nicht da. Vielleicht brauchen wir die anderen zwei Teile noch dafür. Kommt der Baumeister jetzt mal. Also es dauert echt lang. Was haben die jetzt für Probleme? Ihnen mangelt das an Glaube. Okay. So, der Rest kann jetzt auch mal fertiggestellt werden. Das ist immer ein Wahnsinn. Wie lange brauchen irgendwas für hier einen freien Dorfbewohner? Ach hier, da haben wir noch nichts eingewiesen. Bären. Sind das gleich noch? So, da können wir jetzt ein leckeres Brot verkaufen. Und wieder einen freien Dorfbewohner. Ich glaube, ich muss das zumachen und aufmachen. Ist denn mein Holzfäller schon fertig? Sieht zumindest ungebaut aus. Und schon wieder zwei neue Mitarbeiter. So, jetzt hat, haben wir, glaube ich, so eine Kriegsmission schon wieder. Militärverwalter. Vollständig ausgebildet. Stärke 1. Das geht doch nicht gut. Mission anzeigen. Gewöhnliche Belohnung. Akzeptierte. Wenn ich da jetzt jemanden hier an Tiller zuweise. Achso, ich muss da mehrere zuweisen. Dass die sicher wieder heimkommen. Unmöglich. Nee. Dann brauchen wir noch ein paar Soldaten, würde ich mal sagen. Wir können ja da 10 oder so einstellen und dann gibt es halt mehr Soldaten. Okay, ich habe gerade scheinbar niemanden, den ich zuweisen kann. Ist der Holzfäller jetzt fertig? Nein, da fehlt ein Werkzeug. Tja, stellen wir doch selber her, oder? Soweit ich weiß schon. Zwei neue Leute. Ja, cool, dann werdet ihr auch noch Soldaten. Wir brauchen da scheinbar ganz viele gut ausgebildete. Bis wann haben wir da Zeit? 18 verbleibende Tage. Was ist, wenn wir da das ablehnen bei einem Ausfall minus 5? Königliches Ding. Komm, das schaffen wir. Beförderungen. Yay. Machen wir lieber Leibeigene nochmal. Und dann schauen wir mal, ob wir noch diese Gemeiner herkriegen. Oh nein, ganz viele neue Sachen sind freigeschalten worden. Die können wir jetzt alle hier unten hinknallen. Ja, ich finde es toll, dass wir das geschafft haben. Nicht. Öffentliches Gebäude bauen. Haben wir jetzt dann alles? Nee, hier geht's. Boah, was? Milchkäserei, Fassbinderei. Ja, ich brauche erstmal Kohle dafür. Können da wann anders mal drüber reden. 58 nur was? Warum mangelt es euch an Glauben? Da oben steht gleich die fetteste Kirche ever.
Ja, komm, wir priorisieren die jetzt einfach mal. Gott. Ich glaube, wir brauchen einfach noch so einen Bautrupp. Habe ich so immer das Gefühl. Wir haben schon 6 Bauleute, das sollte ja ausreichen. Aber ja, dann war es das jetzt für die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Foundation, wenn wir es hoffentlich schaffen, das alles hier mal in den Griff zu bekommen. Bis dahin, tschüss.